Kapitel 2 Verfolger der Untoten. Was sind Firekeeper? Feuerhüterinnen. Bevor es in der Welt von Dark Souls Licht und Dunkel gab, also Leben und Tod, herrschte auf der Welt ein eigenartiges Gleichgewicht. Es gab weder Licht noch Dunkel, somit allerdings auch kein Leben und kein Tod. Irgendwann jedoch bildete sich die erste Flamme. Aus ihr entstanden Königreiche, Machtverhältnisse. Es herrschte Leben, es entstand alles auf der Welt, wie wir es heute kennen. Gwyn, der König des Sonnenlichts, wie er sich selbst nannte. Er schaffte ein Königreich und wollte die erste Flamme davor bewahren, jemals zu erlöschen. Starke Feinde stellten sich ihm in den Weg. Doch er baute ein Netzwerk aus Sicherheit und Verteidigung auf. Die Leuchtfeuer. Leuchtfeuer verbinden in ihrem Licht das komplette Land und die erste Flamme und schaffen den Kreislauf des ewigen Lichts, des ewigen Lebens. Die Feuerhüterinnen achten darauf, dass die Leuchtfeuer am Brennen gehalten werden, damit die Dunkelheit keine Chance bekommt, über die Welt hereinzubrechen. Es wird höchste Zeit für mich, dass ich mal aufbreche. Ich war schon fast erschlagen davon zu sehen, dass ich schon wieder einen Tag lang am Lagerfeuer verbracht habe. Aber soweit geht's mir gut. Nun ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Rein in die Ruinen. Die Frau hat ja zu mir gesagt, hinter dem Wald, da ist das Schloss des Königs. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, diese Eröffnung war jetzt ein bisschen improvisiert, denn ich hadere mit mir selbst, wie ich das Ganze denn jetzt hier handhaben möchte. Herzlich willkommen zurück zum NG Plus von Dark Souls 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr dann gleich so erpicht, auch wenn es ja relativ spät am Abend losging, Feedback gegeben habt auf das Ganze, was ich hier mache, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie ich es mache. Und irgendwo verstehe ich eure Kritikpunkte schon, dass ihr zum einen kosmetische Sachen, wobei ich mich bei diesem Part nochmal entschuldigen muss. Einige von euch haben gesagt, dass, und wenn es privat war, also jetzt nicht unbedingt in den Comments, dass diese Übergänge, die ihr hier die ganze Zeit seht, dieses Rumfisseln, diese Transitions von Bild zu Bild, dass die ein bisschen zu schnell sind, dass die ein bisschen softer und länger sein sollten. Verstehe ich, dieser Part hier ist jetzt aber schon fertig geschnitten, deswegen passe ich das nicht mehr an. Ich werde in zukünftigen Parts darauf achten. Des Weiteren möchte ich mich noch dafür nicht entschuldigen, sondern euch nur darauf hinweisen, dass dieser Part hier nach wie vor noch so aufgenommen als auch so geschnitten ist, als würde ich mit diesen ganzen Kevins Stimme sprechen weitermachen. Aber genau da sind wir beim Punkt. Von euch Leute haben bemängelt, beziehungsweise sich unsicher dagegen ausgesprochen, wie es denn ist, dass ich hier die ganze Zeit in der Vergangenheitsform rede. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal so eine Mischung aus meiner normalen Stimme, so wie jetzt. Und wenn ich denn in die Stimme von Kevin reingehe, oder Corvin, wir müssen uns angewöhnen, ihn Corvin zu nennen, dann versuche ich im Präsens zu sprechen, auch wenn mir das echt gar nicht leicht fällt. Ihr habt das jetzt gerade am Anfang gehört, das war ein bisschen holprig. Es hätte nur noch gefehlt, dass ich irgendwie Alter gesagt hätte oder so. Ich würde aber vorschlagen, nachdem wir jetzt einfach mal übersehen haben, und das fällt mir jetzt erst, als ich das Spiel das vierte Mal quasi spiele, auf, dieses wirklich völlig unlogische Gegenstand-Placement. Also sowas hier wie am Baum, dieser Gegenstand, macht Sinn, der kann da liegen. Aber warum zur Hölle ist hier als Übergang zum Forest of Fallen Giants, über den ich gleich sprechen werde, eine Höhle mit einer Plattform mitten im Wasser, auf der eine Kiste steht? Was zur Hölle ist das? Ja? Versteht doch keine Sau. Aber gut, wie gesagt, das vergessen wir einfach mal und wir gehen mal ans Eingemachte. Groß über das Gameplay, was hier passiert, verliere ich jetzt mal keine Worte, denn ihr seht ja, was passiert. Ich tue mich hier auch nicht sonderlich schwer in diesem Gebiet, so viel sei gesagt. Und wenn ihr mich dabei live erleben wollt, wie ich denn verzweifle hier anfangs, dann guckt das normale Let's Play. Ansonsten reden wir jetzt einfach mal über das Gebiet, in das wir gegangen sind. Vielleicht ein paar einleitende Worte nochmal zu Majula, weil ich ja darüber noch nichts gesagt habe. Majula ist auch eigentlich genauso wie Things Betwixt, also die Tutorial Zone am Anfang, so ein bisschen lore-technisch, vielleicht auch guterweise abgespalten von dem Ganzen. Gerade Majula kommt es zugute, dass es vielleicht nicht unbedingt einen riesigen Zusammenhang mit den anderen Düsterlichkeiten in dieser Welt hat. Denn Majula ist ja auch so ein Rückzugsort, wisst ihr, ein Ort, an dem alles gut ist, warum auch immer, diese Musik signalisiert ist,
diese, alles was dort passiert, nämlich ewige Ruhe und Frieden. Man kann dort aufleveln, man kann sich dort ausruhen, man kann Sachen kaufen, sich aufrüsten, Waffen verbessern, Rüstung verbessern. Das ist alles so ein bisschen abgekapselt von der Weltuntergangsstimmung, die quasi mit zunehmender Spieldauer herrscht. Beziehungsweise weltbereits untergegangen Stimmung. Aber dazu später mehr. Wir sind hier im Forest of Fallen Giants, liebe Leute. Der Wald der gefallenen Riesen, und der trägt seinen Namen nicht umsonst. Denn das hier ist quasi das Gebiet, in dem sich der sogenannte Kardinalsturm befindet, in dem wir dann natürlich auch noch gehen werden. Dann werden die ersten Bosskämpfe und so weiter. Und das, der Kardinalsturm ist nichts anderes als eine von Wendwick errichtete Festung, beziehungsweise ein Stronghold sozusagen, den er errichtet hat und besetzt hat, als denn sich die Gefahr der Riesen androhte. Ne? Im Spiel erfährt man das erste Mal, dass die Riesen übers Meer gekommen sind, sozusagen, wenn man mit Melencha spricht, der alten Hexe. Dazu aber auch später mehr, wenn wir sie treffen, das wird in diesem Part hier auch noch passieren. Und ja, ich sammle hier natürlich nebenbei einen Haufen Zeug ein. Wie gesagt, die Schnitte, die ihr hier seht, diese Übergänge, das ist immer einfach so ein bisschen Fett, was ich euch wegschneide, weil ihr ja hier dieses Spiel nicht nochmal 100% sehen müsst. Ich schneide auch wirklich nichts Wichtiges weg. Ne? Also wie gesagt, der Forest of Fallen Giants trägt doch seinen Namen darüber, dass ihr diese ganzen Bäume und Baumwurzeln, die ihr hier seht, die waren noch nicht immer da. Also diese normalen, die ihr da hinten jetzt seht, rechts im Bild, die schon. Aber zum Beispiel diese große Wurzel, wo der Hyde Knight sitzt, über den ich auch gleich noch sprechen werde, die ist nur entstanden aufgrund von sterbenden Riesen. Da hinten war kurz Castle Dranglake, was man in erstaunlich vielen Gebieten die ganze Zeit im Hintergrund sieht, so als Drohung. Oh, hier hinten ist nachher noch, da wird der Bär steppen. Ihr seht hier, diese riesige Wurzel, das entsteht durch sterbende Riesen. Das erzählt uns auch Melencha. Zumindest sagt es die Legende. Bringt sich aber sehr schön in die Lore von Dark Souls ein. Beziehungsweise in das Grundprinzip, was Dark Souls 2 zugrunde liegt. Jetzt hier vielleicht kurz was zum Hyde Knight, obwohl ich jetzt hier erst noch Sachen aufsammle und den letzten verbleibenden Untoten, der sich hier totstellt. Ein Untoter, der sich totstellt. Ist es nicht witzig? Der Hyde Knight. Davon gibt es 3 im ganzen Spiel. Zumindest im NG-Run. Ich weiß noch nicht, wie viele es im NG-Plus-Run gibt. Ich glaube auch nicht sonderlich mehr. Vielleicht Dark Spirits davon. Die Hyde Knights sind was sehr Interessantes und ich glaube bis jetzt auch noch was sehr Übersehenes, wenn es darum geht, sich mit der Lore von Dark Souls 2 zu beschäftigen. Nicht meine Theorie, das was ich komisch finde an den Hyde Knights ist folgendes. Es gibt ja noch ein anderes Gebiet, in das wir später kommen werden, der sogenannte Hyde's Tower of Flame, der Flammenturm von Hyde oder Hyde oder Heidi oder wie auch immer man es aussprechen will. Und der haust ja die sogenannte, den Way of the Blue, also die Gruppe, die Gruppierung der Blauen. Im Hyde's Tower of Flame sind auch ausschließlich Old Knights, also diese großen, riesenhaften Ritter. Und einige Leute von Wendrick, aber dazu kommen wir später dann. Aber keiner der Hyde Knights. Und außerdem, wenn doch Hyde's Tower of Flame als Festung an sich die Behausung der Blue Sentinels ist, also quasi der blauen Wächter, die gegen Invader vorgehen sozusagen. Warum sind denn die Hyde Knights, die hier so rumsitzen verteilt in der Welt, weiß angezogen? Ist vielleicht ein ganz interessanter Ansatzpunkt für Leute, die sich schon immer mit Hyde's Tower of Flame identifiziert haben und gleich geschrien haben, oh, Anor Londo, das ist Anor Londo, das ist das untergegangene Anor Londo. Was ja auch nur Teil der Spekulationen ist, aufgrund verschiedenster Fakten bzw. Einzelheiten. Und Anor Londo selbst war ja wiederum die Behausung des Way of White, glaube ich, in Dark Souls 1 damals. Bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle. Hat das vielleicht tatsächlich dann einen Zusammenhang, dass diese tatsächlichen Hyde Knights, die hier rumsitzen, erstens eine komplett andere Rüstung als alles im Hyde's Tower of Flame haben und zweitens weiß angezogen sind? Was hat das für einen Zusammenhang? Warum sitzen die so verteilt in der Welt, im Shrine of Winter oder kurz nach dem Shrine of Winter, hier im Forest of Fallen Giants und in der Lost Bastille? Warum ist da jeweils ein einziger Hyde Knight? Warum sitzen die da? Da hat noch keiner einen Zusammenhang zu erspekuliert bzw. erkannt. Ich glaube auch in den Itembeschreibungen findet man da nicht allzu viel zu. Deswegen ist das ein großes Mysterium. Ja.
Wir haben ihn auf jeden Fall fertig gemacht. Im NG Plus droppt er dann nicht bloß seine Waffe, sondern hier hat man dann Chancen, dass die Teile ihre Sets droppen. Und hier seht ihr ihn schon vor uns looming, den Cardinals Tower. Da hinten ist wieder Castle Dranglake, was man zu diesem Zeitpunkt als Blind-Spieler natürlich noch nicht weiß. Aber da kommt man später noch hin. Ist auch ein toller Moment, wenn man dann plötzlich merkt, aha, diese Turmform, die kennen wir doch. Ja, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Oh Gott, was ist mein Faden? Genau, hier ist eine sehr ikonische Stelle. Da unten liegt ein Drachenauge. Existiert etwa der Eid der Drachenwächter wirklich? So, ich räume mir schön auf die ganze Zeit. Ihr seht's, nehme alles mit, töte alle One-Hit. Ich bin stark genug, mein Schwert ist auch stark genug. Für die, die sich übrigens gewundert haben, warum ich relativ am Anfang des ersten Parts gleich vom Curved Dragon Greatsword weggewechselt bin, einfach weil ich mich damit nicht anfreunden kann. Ich habe, bevor ich das NG Plus angefangen habe, beim Giant Lord quasi gegrindet. Da gibt es so eine Soul Farming Technik, die hoffentlich niemals gepatcht wird. Und da habe ich eine Weile mit dem Schwert gekämpft, weil er damit eigentlich meiner Meinung nach am leichtesten zu besiegen war. Aber so hier der Kampf an sich, komme ich immer noch mit meinem Dranglake Sword am besten klar. Und jetzt würde ich aber sagen, machen wir doch hier erstmal diese Tür auf. Ich habe hier mit Absicht die Kamerafahrt gemacht und die Tür so aufgemacht und bin langsam reingelaufen, weil es halt die Stelle ist, die damals präsentiert wurde von den Entwicklern. Und so kann jeder, der vielleicht die PC-Version noch nicht gesehen hat, hier mal die gemoddete Version sich angucken und schauen, ob ihm denn die Konsolenversion taugt oder ob er denn dieses wunderschöne PC etwas hier haben will. Wir entzünden das Leuchtfeuer und da hinten seht ihr sie schon sitzen, Melencha. Und Melencha ist insofern ein sehr interessanter Charakter, weil sie eine erste Händlerin ist. Sie verkauft den Schlüssel vom Schmied in Majula. Den kaufen wir also ab. Außerdem hat sie einen Pharos Lockstone, den kaufe ich auch sehr gern. Was aber besonders interessant ist an ihr ist, dass sie die erste ist, die einem so ein bisschen Lore eröffnet. Bis dahin sind ja alle relativ schweigsam oder so rätselhaft, dass man gar nichts versteht. Aber sie gibt uns das erste Mal Hintergrundinformationen zu Dranglake selbst, beziehungsweise zu genau diesem Ort hier, dem Forest of Fallen Giants. Und sie sagt uns, wie gesagt, dass die Riesen übers Meer kamen und haben den Kampf eröffnet. Da könnte man jetzt am Anfang noch denken, oha, warum sind denn die Riesen so böse, warum eröffnen die denn den Kampf? Er hat aber andere Hintergründe, wie wir dann später im Verlauf des Spiels erfahren. Sie erzählt uns hier, wie gesagt, dass es wohl eine schreckliche Schlacht war, dass man dachte, die Kämpfe enden niemals, dass sie, arme Leute wie sie, hatten keinen Platz zum Schlafen und mussten ums Überleben kämpfen. Seitdem hat sie, wie ihr da seht, auf ihrem Rücken all ihre Waren bei sich dabei. Was ich am Anfang dachte, ist, dass die Frau ein bisschen Dreck am Stecken hat. Versteht ihr mich? Dass die irgendwann noch ein böses Geheimnis hat. Tut sie aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn man hier fertig ist, den ersten Boss besiegt, da geht die nach Majula und verkauft dann fertig fleißig ihre Hilfsprodukte, also Life Gems und wenn man will, Wurfmesser und Brandbomben und so. Auch sogar Unlimited. Also man kann sich eindecken, bis man 100 davon hat. Ist sehr nützlich, die Frau ist sehr nett. Was aber was Besonderes an ihr ist, wenn man sie angreift, das nur so als Fun Fact für euch, was ihr da reininterpretieren wollt oder nicht, ihre Angriffe, die sie dann auf einen auslöst, die cursen ein. Also, die greift mit Fluch an. Warum auch immer. Den Zusammenhang kennen wir nicht. Ich kaufe jetzt mal, weil ich genug Seelen habe, diese ganzen Humanities auf, weil dafür kann man nie genug haben. Und natürlich die Schlüssel vom Schmied, den Pharos Lockstone kaufen und später, wenn wir die Seelen dafür haben. Und ansonsten war es das hier erstmal mit Melencha, so lassen wir die erstmal sitzen. Hauptsache, wir haben den Dialog ausgereizt. Was ich als nächstes mache, ist, ich gehe hoch, die Treppe hoch, denn dort ist schon eine der ersten Söldnertüren, von denen ich anfänglich in meinem alten Let's Play dachte, man braucht dafür auch diesen Schlüssel vom Last Giant. Muss man aber nicht. Das hier ist die einzige Tür, die man tatsächlich kaputt schlagen kann. Und das macht man dann auch. Also die einzige Tür im Forest of Fallen Giants, wohlgemerkt, nicht, dass er mich festnagelt. Und dann mache ich hier drin auch mal eine Fackel an, nur so ein bisschen die Lichtstimmung zu zeigen, die man dann auch hat. Vor allen Dingen, weil es hier drin noch stockdunkel ist und da hinten einer im Schattenlicht, der dann aufsteht und uns angreift. Und so können wir den wenigstens anständig sehen. Ne? Und sonst habt ihr das Gefühl, ihr guckt bloß ein schwarzes Video an, wenn ich hier nicht ab und zu mal Licht mache. Außerdem haben wir es ja. Ne? So. Ich muss gerade zugeben, es ist tatsächlich sehr schwer jetzt hier meine Erklärungen und ihr merkt, wie ich halt waffeln und waffeln und waffeln kann über irgendwelche Sachen. Abzubrechen und wieder mal so ein bisschen in Character zu gehen. Aber wie gesagt, vielleicht ziehe ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch und ihr sagt mir, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr ja dann nach Part 2 schon eher so eine Vorstellung, wie ihr das Ganze euch denn besser vorstellen könntet, als wie ich es im ersten Part gemacht habe. Ja, deswegen, ich behalte das jetzt einfach mal hier im Part bei und rede so vor mich hin und da, wo es sich anbietet, da gehe ich mal, da switche ich einfach mal, obwohl das dann vielleicht ein bisschen gekünstelt ist. Aber gut, ihr seht, es ist
im zweiten Playthrough, beziehungsweise im dritten oder vierten, wie hier in dem Fall, von den Souls-Spielen immer sehr viel angenehmer zu spielen. Es geht sehr viel schneller, man ist sehr viel sicherer. Ich weiß, wo alles liegt, ich weiß, wo jeder Gegner steht. Ich bin wesentlich besser auf alles eingestellt. Deswegen seid euch sicher, dass in den ganzen Schnitten, die ihr bis jetzt gesehen habt, auch bis jetzt, also nach der Aufnahme dieses Parts, den ihr hier gerade seht, nur ein einziger Tod stattgefunden hat. Damit will ich mich nicht brüsten, aber es ist einfach so, man wird erfahrener. Ich habe ja nun auch das NG Plus schon zur Hälfte gespielt. Ich weiß jetzt auch schon ein paar Schikanen, die da zusätzlich auf einen warten, konnte mich da auch drauf einstellen. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Und wenn man sich hier beeilt, kann man noch relativ gut und schnell Progress machen. An dieser Stelle erzähle ich euch mal nicht, wie lange ich für meinen ersten Durchlauf auf dem PC gebraucht habe, denn das ist ja immer noch Teil des Gewinnspiels. Wenn ihr das Gewinnspiel noch nicht gecheckt habt, dann checkt das doch mal aus. Lasst euch nicht so davon abwimmeln, dass ich da irgendwas von Liken und Sharen und Abonnieren gesagt habe. Ich hatte da einen in den Comments, der hat sich da so ein bisschen, auch wenn er sich im Nachhinein dann ja nicht entschuldigt hat, der hat gesagt, das ist, war nicht so böse gemeint, wie es rüberkam, aber pikiert euch da nicht drüber. Also das war keine böse Aktion von mir, dass ich da auf Likes oder Abos aus war. Macht's, teilt's, wer es tun will und mich damit unterstützen, denn darum geht's ja eigentlich bloß, dass ihr mich unterstützt in der Arbeit, die ich hier leiste. Dann könnt ihr das machen, ansonsten macht beim Gewinnspiel mit und habt ein bisschen Glück und gewinnt vielleicht Dark Souls oder Dark Souls 2. So, ich gehe jetzt hier mal ganz künstelt an diesem dunklen Korridor vorbei, den ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen werde, allein deswegen, weil wir die PC-Version spielen, und gehe gleich hier raus in den Bereich mit der Wurzel, der mir in meinem ersten Playthrough auch ordentlichst Schwierigkeiten gemacht hat. Diese große Wurzel ist auch wieder so ein Auswuchs eines Riesen anscheinend. Vielleicht sind diese großen Wurzeln sogar schon so Überreste von diesem Last Giant, den man tatsächlich da unten findet. Vielleicht ist der so, hatte der so eine mächtige Seele, dass da gleich so große Sachen draus gewachsen sind. Vielleicht ist das so die Vorankündigung, was hier auf einen wartet. Oh, Spoiler, Spoiler. Ich beschäftige mich noch nicht mit diesem Wurzelbereich hier. Da werde ich mir dann später tatsächlich bloß den Schlüssel holen. Was ich wirklich in diesem Part hier vorhatte, und das werdet ihr gleich sehen. Wir gehen hier direkt schnurstracks hoch und ich werde mir meinen Explosions-Shortcut bauen. Von dem ich tatsächlich damals echt überrascht war, dass es den gibt. Ich habe anfänglich echt daran gezweifelt, dass der hier, dass das tatsächlich geht, bis ich es dann echt live und in Farbe in einem anderen Video gesehen habe, dass man da vorne diese Wand wegsprengen kann und sofort im Bonfire-Raum ist. Das ist in sich eine riesige Erleichterung, aber wenn man dann mal so drüber nachdenkt, eigentlich auch nicht. Weil ob ich jetzt die Leiter runterklettere und die Wurzel hochgehe und hier oben stehe oder direkt durch die Wand, mein Gott, da wird jetzt das Kraut auch nicht fett. Ne? Was mich derzeit so ein bisschen buggt, das habt ihr nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe vorhin. Ich habe, bevor ich den Run angefangen habe, meine Wurfmesser und meine, was noch, meine Brandbomben, glaube ich, auch ziemlich, da seht ihr das, 917 so, auf Maximum gebracht. Und leider ist das Spiel von der Spielmechanik so, wenn wir etwas finden, was aus mehreren Gegenständen besteht, irgendeine Seele, wo mehrere Sachen drin sind, zum Beispiel eine Seele von einem verlorenen Untoten und so, und so Brandbomben, und ich sammle die ein und habe aber schon 99 Brandbomben, kann ich das ganze Ding nicht einsammeln, ja? Da muss ich erst immer wegschmeißen, damit ich das einsammeln kann und wenigstens das Seelenpaket mitnehmen kann und so, ist ein bisschen unhandlich. Ja, und das hier war das, was ich eigentlich machen wollte, denn über diesen Herren hier möchte ich kurz sprechen. Ich wollte mich dem Pursuer stellen. Denn der Pursuer ist für mich kein normaler Boss. Der Pursuer ist für mich der einzige Boss im Spiel, der mich wirklich die meisten Versuche gekostet hat, um Herr über ihn zu werden. Und der Pursuer ist auch nicht ein Ding, was wirklich da ist, in meinen Augen. Denn der Pursuer ist für mich eine Anomalie. Deswegen taucht er auch mehrmals im Spiel auf, so viel sei gesagt. Einmal hier. Lustigerweise bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob er dann später noch da, wo er tatsächlich als Bosskampf auftauchen sollte, auch wieder auftaucht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, schon, das dachte ich zumindest. Ich habe bloß jetzt schon ein Video gesehen, wo einer meinte so von wegen, ach nee, ich mache den hier jetzt noch nicht, das ist doof, ich mache den später, da wo er als Boss kommt. Klang so wie, wenn man den hier einmal besiegt, taucht er nachher als Bossgegner nicht mehr auf. Weil man kriegt hier jetzt auch schon, wie ihr gleich seht, wenn man den besiegt, seinen Ring und seine Seele. Umso besser natürlich, wenn er nachher nochmal auftaucht. Wäre ja eigentlich eine Belohnung, dass die Entwickler dann sagen, hey, dann hast du seine Seele mehrmals und kannst dir gleich Schild und Schwert von ihm holen, wie wir das später dann machen, beziehungsweise zur Hälfte schon getan haben. Und ihr seht, ich mache ihn hier fertig. Der Pursuer, interessanterweise, und deswegen nenne ich den Anomalie, hat folgende Hintergrundgeschichte. Der existiert bloß, um den vom Darksein gezeichneten zu finden und zu töten.
Und er wird nicht eher ruhen, ehe dieser jemand tot ist. Das ist relativ dezent ins Spiel eingebracht. Zum einen daher, dass man, wenn man ihn eben besiegt, ihn wieder treffen wird. Hoffnungsvollerweise oben im Bossraum dann, da wo man halt normalerweise gegen ihn kämpft. Als auch im Raum des Smelter Demon, nachdem man den Smelter Demon besiegt hat. Als auch, und das wissen vielleicht viele nicht, ich glaube, das ist auch bloß im NG Plus so, nachdem man den Endboss besiegt hat des Spiels, den absoluten Endboss, im Thronsaal von Castle Dranglake, da wo die zwei großen Thronstühle stehen, und zwar taucht er da im Doppelpack auf tatsächlich, das ist dann sozusagen die Meisterprüfung, der man sich noch stellen kann, quasi so ist das dann gerechtfertigt, dass er halt immer wieder auftaucht als Anomalie sozusagen, als Naturgewalt, um den vom Darkseid gezeichneten auszurotten, da der ja quasi die Bedrohung ist für das Dasein. Ne? Das ergibt jetzt wenig, also für das Dasein der Welt, wie sie gerade existiert. Ja? Das ergibt wenig Sinn. Das hat was damit zu tun, dass Vendrick ja, also König Vendrick, sein Leben dafür ja, genommen hat, sozusagen gewidmet hat, den Fluch zu bekämpfen. Nicht nur die Bedrohung der Riesen, sondern auch den Fluch, von dem wir ja befallen sind, von dem die ganze Welt hier befallen ist. Deswegen sind wir ja alle untot, alle sind schon so dermaßen kaputt, dass sie nur noch Hollows sind, die wild mit ihren Waffen auf uns rumfuchteln können. Also fast alle zumindest. Und da hat er verschiedene Sachen gemacht, um ihnen dabei zu helfen. Und da werde ich noch viele Sachen zu erzählen können, wie er sich selbst beschützen wollte und wie er halt gegen den Fluch vorgegangen ist, wie andere gegen den Fluch vorgegangen sind. Und ich glaube, dass wohl der Pursuer einer seiner ja, Erschaffungen ist, um gegen den Fluch vorzugehen, weil der Pursuer jagt ja Untote. Der jagt ja die, die vom Darkseid gezeichnet sind und tötet sie. Also hat er ihn wahrscheinlich deswegen gemacht. Alleine gemacht hat er ihn höchstwahrscheinlich nicht. Ich glaube, und hier habt ihr jetzt übrigens gesehen, eine der Sachen vom NG+, da stehen einfach immer mal irgendwo Dark Spirits rum, die unterschiedliche Grade von Fiesheit aufweisen. Ich sage nur so viel, der schlimmste von denen, die ich bis jetzt getroffen habe, steht in der No Man's Wharf, aber das werdet ihr ja dann sehen. Er hat den nicht alleine gemacht. Ich glaube, er hat den in Kooperation mit seinem Bruder Aldia gemacht. Zu Aldia selbst und zu seinen Unterfangen werde ich dann was erzählen, wenn es soweit ist. Aldia ist der Bruder von Vendrick. Und ich interpretiere das Ganze so, dass Aldia und Vendrick gemeinsam, nachdem Vendrick quasi zu Aldia gegangen ist und hat gesagt, ey, ich brauche deine Hilfe, Dude, gemeinsam versucht haben, gegen den Fluch vorzugehen und haben dort verschiedenste Experimente durchgeführt. Und ich glaube, eine der Erfindungen, die dabei rausgekommen sind, ist der Pursuer. Eine andere Theorie ist, dass der Iron King, der alte Eisenkönig, seine Finger im Spiel hatte, was den Pursuer anging. Weil, ich meine, die Rüstung, das Schild und das Schwert vom Pursuer reden da vielleicht auch ein bisschen mit rein, weil die ja wohl aus einem relativ harten Metall zu sein scheinen. Und der Iron King hat ja seinen Namen nicht umsonst. Der hat ja alles aus Eisen gemacht, beziehungsweise bevorzugt, rein als Symbolik, weil sein Königreich halt dastehen sollte wie niemals vergängliches, schweres und hartes Eisen. So viel zum Pursuer. Er ist also eine Anomalie, interpretierenderweise, die immer wieder auftaucht, eben weil wir sie ja die ganze Zeit besiegen und es immer wieder von Neuem versucht, uns als Untoten aufzuhalten, als Gezeichneten sozusagen. So kann man also erklären, warum der wieder auftaucht. Ich hatte nämlich Konversation mit Leuten, als sie das erste Mal mitgekriegt haben in meinem alten Let's Play, dass der halt nochmal auftaucht. Dann haben die gleich gesagt, das finde ich blöd, man hat den doch schon besiegt, das ist doch völlig inkonsistent. Aber das ist eben die Erklärung dahinter, ne? Also in meinen Augen, das ist meine Erklärung dahinter. Der ist nur dafür da, um die Gezeichneten zu töten, die Untoten zu töten, also alles wegzuräumen, was vom Fluch befallen ist, und wird nicht eher ruhen, ehe das passiert ist. Und deswegen taucht er immer wieder auf, ne? Durch was für eine dunkle Magie auch immer. Das ist der Pursuer. Was wir hier die ganze Zeit machen, ihr seht, wir erkunden fleißig das Gebiet. Hier unten ist der erste Pharos Lockstone Mechanismus. Pharos ist quasi, wird, und das ist ja interessant, als, ja, wie gesagt, Wissenschaftler und Reisender bezeichnet, der auf der ganzen Welt verteilt seine Mechanismen hingebaut hat, um denen, die hilflos sind, zu helfen. Deswegen lösen die auch immer irgendwas aus, mal mehr, mal weniger nützlich, manchmal sind es auch bloß Attrappen. Lustigerweise sind die meisten Attrappen in den Gates of Pharos selbst, in dem Gebiet, dazu aber dann später mehr, wenn wir da sind. Lustigerweise in, ich glaube direkt in der Item-Beschreibung von Pharos Lockstone, ist irgendwann mal eine Formulierung drin. Es kann natürlich ein Schreibfehler sein, aber ich zweifle dran, da wird dann
ich kann es gar nicht wiedergeben. Auf jeden Fall, durch diese Formulierung schließt es aus, dass Pharos einfach nur eine Person war. Das negiert jetzt die Hälfte von dem, was ich gerade erzählt habe, dass Pharos ein Wanderer und Forscher war, bla bla bla. Diese Formulierung ist sehr komisch. Ich werde die auch vielleicht nochmal für euch abfilmen, wenn ich dran denke, dass wir da einfach nochmal drauf gucken. Pharos war vielleicht eine Gruppierung oder aber was völlig anderes. Es ist schwer zu erklären. Pharos ist noch sehr undurchsichtig. Ich weiß auch nicht, ob es da eine sehr zusammenhängende, dichte Lore zu gibt. Oder ob die nicht einfach nur so grob von From Software erdacht war. Aber wenn ich dazu was rausfinde, dann werde ich euch nachträglich erleuchten. Zum Abschluss des Parts gehen wir hier jetzt mal noch zu Pate. Und lauschen mal, was er so sagt. Nein, das tun wir natürlich nicht. Das haben wir schon gemacht. Pate ist ein sehr interessanter Charakter. Ist so das Äquivalent zu Patches aus Demon's Souls damals. Beziehungsweise, nee, Patches gab es ja auch in Dark Souls schon, ne? Zu Patches. Und die Storyline, die hinter Pate steht, der uns hier einfach nur warnt, hey, du läufst hier so leichtfertig rum, es ist lauern jede Menge Gefahren hier, zum Beispiel auch Leute, die dich einfach abmurksen, um an dein Zeug zu kommen. Seine Storyline, wenn man sie denn verfolgt, und dafür müssen viele Nuancen beachtet werden, dass man das auch tatsächlich bis zum Schluss schafft, ist sehr wendungsreich, sehr überraschend und auch, wie soll man sagen, die fordert einen selbst in den Werten, die man hat. Also es ist tatsächlich so, seine Storyline endet am Schluss in einer Wahl, die man selbst treffen kann. Ich versuche sie hier im NG-Plus-Run tatsächlich dann auch mal auszuführen, dass ich die Questline einfach mal zu Ende verfolge. Es hat bis jetzt immer am allerletzten Stück gescheitert, aber dann seht ihr das mal. Wie gesagt, Pate, der wird uns noch begleiten. Er warnt uns hier, wie gesagt, erzählt uns vor dieser Tür da, wenn wir da durchgehen, macht er sie von hinten zu. Er hat sowas schon mal woanders gesehen und da drin ist aber auf jeden Fall ein Schatz und wir sollen halt selber wissen, ob wir das da drin unbedingt haben wollen oder nicht, auf eigene Gefahr. Er überlässt das gerne uns, er ruht sich hier nur noch ein bisschen aus und so. Und ja, das ist das, was der von uns verlangt, beziehungsweise was wir hier machen könnten. Das werden wir auch machen, liebe Leute. Aber Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging, wenn ich einfach mal sabbel machen kann. Lasst mich unbedingt in den Comments wissen, ob das hier jetzt interessant war, was ich euch erzählt habe, oder ob das alles nur Gewäsch ist, ob es euch nervt, ob ihr lieber wieder das rohe Gameplay sehen wollt. Soll ich das Let's Play so machen, wie ich das erste Let's Play auch gemacht habe? Einfach halt NG+. Interessiert euch das ganze Lore-Quark-Zeug nicht? War euch das jetzt wiederum zu wenig von wirklichem Rollenspielelement, so wie damals in Skyrim? Lasst es mich einfach wissen. Lasst uns darüber diskutieren, sodass wir in diesen ersten Videos es jetzt wirklich schaffen können, daraus das Projekt zu machen, das uns allen gefällt. Bei mir gefällt es eigentlich. Ich habe Spaß dran. Deswegen sollten wir gemeinsam dran arbeiten, dass es so bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.